Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Video. Auf dieses Video freue ich mich wirklich schon die letzten Tage. Jetzt sind die Pakete angekommen und ja, wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet und wahrscheinlich auch schon dem Thumbnail erkennen konntet, es geht heute um ein Vinted-Haul und nicht um ein Vinted-Haul für mich, sondern eben für meine kleine Tochter. Das ist das erste Mal, dass ich was gekauft habe, seit sie auf der Welt ist, weil wir so viele Sachen und tolle Sachen geschenkt bekommen haben, dass es einfach nicht notwendig war, noch Sachen dazu zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich mega darauf gefreut und habe schon ein bisschen drauf gefiebert, dass sie die nächste Größe bald erreichen wird, weil es ist ja klar, als Mutter will man dann doch ja seiner kleinen Maus was anziehen, was einem auch selbst gefällt. Und ja, das habe ich jetzt getan und das zeige ich euch jetzt gleich mal. Just loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here together? Zuallererst muss ich sagen, dass die Kommunikation mit beiden Müttern einfach reibungslos und mega toll ablief. Beide Frauen super sympathisch, tolle Sachen und faire Preise. Das ist leider meiner Erfahrung nach nicht immer so auf Vinted. Leider muss ich sagen, dass das bei mir oftmals nicht der Fall ist. Ich habe so oft unverschämte Mütter, ich habe so oft schlechte Kommunikationen, ja, die dann auch dafür sorgen, dass einem der Spaß so ein bisschen daran vergeht. Für mich ist auch der Sinn von einer Gebrauchtkleiderbörse nicht der, dass ich die Sachen teurer verkaufe, als ich sie im Laden erhalte. Und oftmals versuchen doch einige Menschen einen Profit dann noch oder beziehungsweise noch mehr Geld rauszuschlagen, als sie selbst bezahlt haben, was ich halt sehr, sehr, sehr verwerflich empfinde. Und ja, auch ich selbst habe dort einige Sachen eingestellt, bin aber momentan am Überlegen, die Sachen eigentlich einfach zu spenden, weil manche Menschen so unverschämt und dreist einfach Preise anfragen, dass einem schlecht wird. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Frauen, die ich angeschrieben habe und gesagt habe, hier, ich kaufe 13, 14, 15 Teile von dir. Können wir da nochmal über den Preis sprechen und ich dann als unverschämt bezeichnet wurde. Also es gibt solche und solche. Deswegen bin ich super, super froh, auf diese zwei Muttis gestoßen zu sein. Die werde ich euch definitiv unten verlinken und auch gleich nochmal einblenden. Schaut da doch gerne mal vorbei. Die zwei sind wirklich super sympathisch, kann ich euch nur empfehlen. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch mal direkt, weil ich bin selbst auch total aufgeregt. Mein Mann hat die Pakete für mich einmal aufgemacht, dass ich die gleich nur noch aufklappen kann. Aber ich habe selbst noch nicht reingeschaut. Ich glaube, man merkt auch so ein bisschen die Aufregung. ja, und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal mit Paket Nummer 1. Den Namen der netten Mutti blende ich euch einfach unten hier gleich irgendwo ein. Ich muss direkt schon sagen, ich bin super begeistert. Das Paket kommt so an. Mit persönlichem Zettel, lieben Grüßen und noch einer Gesichtsmaske. Also mega, mega cute gemacht. Und guckt mal, wie das verpackt ist. Gott. Guckt euch das an. Das ist neu, das ist 104. Ja, da steht 4 Jahre. Also ich das meine Tochter ist jetzt 5 Monate alt. Weil mir das so gut gefallen hat, habe ich das halt auch noch bei ihr. Also ich habe das bei ihr gesehen, auch in einer anderen Größe. Das ist jetzt... Welche Größe ist das? Größe 80. Das wird sie im Sommer, denke ich mal, haben. So mit 7 Monaten. Es hat so einen schönen Stoff. Wirklich. Aber trotzdem leicht. Und dazu gibt es diese Hose. Oh mein Gott, ich habe mich so schon verliebt. Guck dich das doch mal an mit diesem Bärchen. Das ist so goldig. Oh Gott, guck mal, wie süß. Und das ist so flauschig. Oh mein Gott, ich will auch nochmal 6 Monate alt sein. Mal gucken, gibt es das auch für Max? Oh mein Gott. Das ist ja auch so goldig, ne? Und das ist so eine richtige Applikation. Also das steht hier auch ab. So der totale 3D-Effekt mit dem Bärchen und so. Und ich, also ganz ehrlich, das hier ist so cute. So, schauen wir jetzt einfach mal weiter. Das ist eine gebrauchte Hose, ist aber ebenfalls von Steif. Und die ist hier so geriffelt, so Capri-Hosen. Das trage ich selber total gerne im Sommer. Und ich dachte, die passt einfach zu allem. Eine Jeanshose für den Sommer und ich dachte auch vielleicht zum Krabbeln noch so ein bisschen. Sie ist gerade so ein bisschen in den Anfängen, also sie will schon, aber sie rafft noch nicht so ganz wie. Also entweder nimmt sie das rechte Bein nach vorne und vergisst dann aber das linke nachzuziehen oder vergisst die Arme zu benutzen und versucht nur mit den Beinen sich zu schieben. Und ja, dann dachte ich, nehme ich mir noch eine Jeans mit. Bis sie da reinpasst, muss ich ganz ehrlich sagen, dauert halt leider auch noch eine Weile.
Aber da ich halt noch keine Klamotten da hatte und mir die einfach gut gefallen hat, habe ich mir die mal mitgenommen. Noch ein weiteres Höschen habe ich mitgenommen. Das ist ebenfalls hier unten so süß, also geriffelt irgendwie, ne? Eigentlich haben wir für die kleine Maus Schlafsäcke geplant zum drin schlafen und zum Übernachten, aber leider mag sie das gar nicht so gerne. Sie bewegt sich sehr, sehr viel im Schlaf. Sie dreht sich, sie kugelt sich, ja. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, diesen Schlafanzug noch mitzunehmen. Der hat mir einfach gut gefallen. Dazu gab es die passende Hose. Ebenfalls eher, denke ich mal, für jetzt den kommenden Herbst angelehnt, habe ich mir diesen Pullover von H&M noch mitgenommen. Für jetzt, weil ich gesehen habe, dass hier hinten ein Knopf ist, den man aufmachen bzw. auflassen kann und meine Oberteile, wie gesagt, ihr einfach gar nicht mehr über den Kopf gehen, da habe ich noch das hier mitgenommen. Da werden die Ärmelchen wahrscheinlich noch ein bisschen zu lang sein, aber das kann man hier ja so schön umschlagen. Passt für mich halt auch zu allem. Weil ich Schmetterlinge total toll finde, habe ich noch das hier mitgenommen. Ich merke, ich habe irgendwie total viel in Blau mitgenommen. Aber ist das nicht süß? Und jetzt kommt noch ein absolutes Highlight für mich aus dieser Kiste. Und zwar... Oh mein Gott! Das ist jetzt natürlich auch erst für ein bisschen später. Ich weiß nicht, ob ihr der schon im Winter passen wird. Das ist 9804. Wahrscheinlich wird ihr das auch erst später passen. Aber ist es nicht goldig? Hier mit so einem Umschlagkragen. Oh, fand ich einfach nur genial. Passt auch zu allem und hat mir einfach gut gefallen. Ich war eben schon leicht verwirrt, weil mir ein Oberteil gefehlt hat. Ich dachte, es wäre vielleicht nicht dabei, aber... Ich habe es hier hingelegt. Und zwar ist das auch noch ein Steifoberteil. Oh Gott. Ich freue mich halt schon total, sie darin zu sehen, weil ich habe jetzt so viele Sachen, die zwar hübsch sind, aber die ich halt einfach selber nicht ausgesucht habe und die dann auch oftmals nicht so zusammenpassen oder man hat nicht so viele Outfits, die einfach gut zusammenpassen und harmonieren. Und da habe ich jetzt so ein bisschen, ja... Da habe ich jetzt ein bisschen mehr die Hand drüber und da freue ich mich schon drauf. So, und dann starten wir auch direkt mit Paket Nummer 2. Mega fröhlich angekommen und auch sehr, 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 sehr schnell. Also beide Pakete waren einfach unglaublich schnell da. Ach, wie süß. Auch hier habe ich was mitbekommen tatsächlich. Einmal Lilidu Feuchttücher, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Und einmal die zarte Pflegecreme von Lilidu. Oder? Ach, sowas, ich mag sowas einfach. Ich würde sagen, wir starten dann auch einfach mal mit dem Inhalt des Paketes. Und ich bin direkt schon so in so einem Cutie-Mode. Gott, wie flauschelig das ist. Ist das nicht süß? Und das ist echt super weich. Das fühlt sich an, als wäre das noch neu. Also ich glaube nicht, dass es neu ist, aber es fühlt sich so an. Und was gut ist, man kann das hier noch öffnen, also eben auch wieder für ihren Dickschädel. Hervorragend geeignet. Ja, da kommen wir auch schon zu meinem persönlichen Highlight, muss ich sagen. Ich habe nämlich eine eigene Tradition gestartet. Und zwar habe ich hier eine Babydecke von Steif gekauft, statt eines Kuscheltieres, wie es bei mir der Fall war. Und habe mir eben dieses Design ausgesucht von dieser Decke her. Das ist die erste Decke, in die ich sie eingewickelt habe. Und die möchte ich ihr dann später, wenn sie ein Jahr alt ist, kommt die weg. Und die kommt in ihre ganze Kiste und alles. Und wenn sie selber mal Kinder hat, würde ich mir wünschen, dass sie ihr Kind vielleicht darin einwickelt. Ja, ist so eine kleine Tradition, die ich so gestartet habe. Kann sie überlegen, ob sie das möchte oder nicht. Aber es würde mich auf jeden Fall freuen. Ich gucke gerade so nach drüben, weil sie liegt gerade hier. Und weil ich eben dieses Design so, so süß finde, habe ich mir jetzt ein Body davon bestellt. Das wird auch eher so gegen Ende Sommer passen, aber... Mega cute einfach nur, auch von den Farben her. Und es fühlt sich auch so an, als wäre das nie benutzt worden. Ich finde das bei Babykleidung so heftig, dass die, also auch jetzt die Kleidung, die ich geschenkt bekommen habe, die neu ist, das sieht man teilweise gar nicht, dass die überhaupt jemals benutzt wurde. Das ist auch noch ein ganz, ganz neues Teil tatsächlich. Das wusste ich gar nicht, dass es neu ist. Und eben halt auch wieder mit diesen Knöpfen. Finde ich halt super schön, ne? Weiß ist natürlich, ich habe ein bisschen Angst tatsächlich vor weißen Sachen. Tatsächlich habe ich mich mal ein bisschen mehr an Rosa getraut. Also,
Oh Gott, mit dem Kragen hier oben, ne? So süß. Und ich glaube, ich habe dazu auch eine passende Hose. Ach, da ist sie. Da ist sie. Die ist eigentlich erst für den Winter, weil die ist, das ist so eine Samthose und die hat halt eben auch diese Applikation hier, so wie das hier. Und das kann ich mir mega gut vorstellen. Es ist zwar nicht derselbe Rosaton, aber ich kann es mir halt mega gut vorstellen, das ihr dann zusammen anzuziehen. Jetzt kommen erstmal noch zwei, drei Bodies, die ich mir geholt habe. Weil meine Bodies sind halt, wie gesagt, alle zu klein. Und da habe ich jetzt ein bisschen drauf geachtet, dass ich Bodies hole, wo man eben den Kopf nochmal ein bisschen aufmachen kann. Ich halte jetzt die Bodies einfach nur mal so ganz kurz in die Kamera. Schockverliebt. Einfach schockverliebt. Generell, ich will mir für nächstes Jahr auch eine Latzhose kaufen, vielleicht sogar auch für dieses Jahr schon, ich weiß es nicht. Ich tue mich aktuell so ein bisschen schwer, mit Klamotten für mich zu kaufen, weil ich ja am Abnehmen bin. Aber, oh Gott, wie süß, oder? Ja, nicht weil wir sie brauchen, aber einfach weil ich sie auf ihrer Seite gesehen habe, habe ich dann noch diese Flauschesöckchen da mitgenommen. Die kann man immer mal gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ihr das Muster erkennt, aber das ist ebenfalls wieder dieses Herzchenmuster. Ich habe super, super schlechte Erfahrungen gemacht mit Strumpfhosen und No Name. Also ich weiß nicht, wir haben Strumpfhosen, die sind 56, die passen ihr jetzt gerade erst, weil die einfach überhaupt gar keine Spannung oder sonst was haben. Ich wollte auch die ganze Zeit mal eine Steifstrumpfhose ausprobieren. Also es steht drauf 74 cm, aber ich glaube, der wäre noch ein bisschen zu groß für die kleine Maus. Aber meine Freundin hat mir schon gesagt, Steifsachen fallen generell ein bisschen wohl größer aus, außer Mützen. Und das ist so ein Quietschepulli. Der soll wohl ultra beliebt sein. Ich bin nicht so ganz in der Materie, aber ich finde ihn einfach nur süß. Dann dürfte noch mit dieses Kleid hier. Also sie ist generell der absolute Bambi-Fan. Sie hat ein Mobile mit Bambi. Mit Bambi quatscht sie immer 5 Stunden lang am Stück. Sie hat ein Bambi von meiner Freundin geschenkt bekommen. Sie hat eine Bambi-Decke. Und dann konnte ich natürlich auch nicht widerstehen. Und das ist doch auch einfach zuckerwattensüß, oder? Auch eher was für, wenn der Sommer vorbei ist, aber auch mit einer weißen Strumpfhose. Einfach nur goldig. Oh, mir ist gerade noch was in die Hand geplopft. Oh Gott, wie süß. Sie hat sogar was Süßes für mich mit reingelegt. Also, vielen, vielen Dank. Falls du das sehen solltest, vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich wirklich mega darüber. So, kommen wir mal noch zu dem letzten Outfit. Das ist was zusammengehört, ist ebenfalls von Steif. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen bei Steif geshoppt, einfach weil ich es mir einfach gönnen wollte. So süß. Also das ist jetzt 85 cm, also 18 Monate, das wird auch noch eine Weile dauern, bis sie da reinpasst. Und dazu habe ich mir dann noch geholt diese Hose hier. Guckt euch das an. Ist das süß, oder? Mit diesen Mini-Taschen hier. Ich meine, was soll sie da rein tun? Aber es ist auch egal. Hauptsache, es sieht goldig aus. Dadurch, dass ja letztes Jahr vieles weggefallen ist durch Corona, dieses ganze Baby-Shopping und ja, irgendwelche Partys, Mama-Partys, Baby-Partys, hast du nicht gesehen. Es ist ja so vieles weggefallen und ja, das ist für mich gerade wirklich so ein kleines Highlight irgendwie. Das wäre es dann jetzt auch schon mit diesem Video. Ich werde die Sachen gleich einmal durchwaschen und dann kommen sie auch schon in meine Kommode, damit sie bereit liegen, falls die kleine Maus dann reinpasst oder falls ich ihr sie anziehen möchte. Ich freue mich auf jeden Fall total darauf, ihr die anzuziehen und sie da drin zu sehen. Ich habe auch für nächstes Jahr schon ein Kleid ausgesucht für den Sommer, was ich ihr kaufen möchte, was ich natürlich noch nicht gekauft habe, weil ich ja ihre Größe noch gar nicht kenne. Aber man schaut ja dann immer mal so ein bisschen rum und ich habe auch schon ein Kleid gefunden, wo ich sie einfach sehe, wenn sie läuft mit schönen Sommerschüchen und so. Und ja, es hat mir mega Spaß gemacht, das mit euch zu teilen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kauft ihr denn gerne bei Vinted oder habt ihr andere Seiten, wo ihr gebrauchte Sachen kauft? Oder sagt ihr, ihr kauft gar keine gebrauchte Sachen? Dann schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal, weil meine kleine Maus zappelt schon links neben mir, fröhlich vor sich hin. Und ja, ich sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal.